Moin Moin und Hallo, herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge Game 2. Weil wir euch nämlich besonders mögen, haben wir heute besonders viel besondere Spiele. Zum Beispiel Yakuza 6. Besonders japanisch. Nintendo Labo. Besonders viel Pappe. Und The Swords of Ditto. Besonders kooperativer Couch-Koop. Wahnsinn! Besonders Wahnsinn! Den Anfang macht Yakuza 6 und eine gute und eine schlechte Nachricht. Welche möchtest du zuerst, Lara? Die schlechte. Bekommst du. Es ist leider so, dass Yakuza 6 die Geschichte des Hauptdarstellers Kazuma Kiryu zu einem Abschluss bringt und wir ihn deshalb vielleicht nie wieder sehen. Oh nein! Ja. Und was ist dann die gute Nachricht? Nun, danke, dass du fragst. Die gute Nachricht ist folgendes. Es gibt ein brandheißes neues Feature, welches die Grenze zwischen Realität und Videospiel zersprengt. Wow, klingt großartig. Ja. Welches Feature? Es ist ein Sexchat mit echten japanischen Frauen. Mindblowing. Wow. Wie ende ich nur immer wieder in dieser gottverdammten Stadt? Eine Frage, die Kazuma Kiryu sich vermutlich zum letzten Mal stellt. Denn nach 13 Jahren ist Schluss. Sega schickt den gealterten Drachen von Dojima mit Yakuza 6 The Song of Life in den Ruhestand. Yakuza 6 knüpft nahtlos an die Geschehnisse des fünften Teils an. Kazumas Ziehtochter Haruka hat ihre Karriere als Popsternchen an den Nagel gehängt, um ein ruhiges Leben an der Seite ihres Vaters führen zu können. Der sitzt nach den Geschehnissen aus Yakuza 5 aber erstmal im Knast und bekommt nicht mit, dass sich in Harukas Leben einiges getan hat. Du hast es erfasst. Haruka ist Mutter geworden. Doch anstatt einer fröhlichen Familienzusammenführung gibt es vor allem eins: mächtig viele Fragezeichen. Haruka ist spurlos von der Bildfläche verschwunden und niemand weiß, wieso, weshalb, warum. Der Startschuss für Kazumas letztes Abenteuer. Klären wir die drängendste Frage zuerst. Ja, ihr könnt der Geschichte von Yakuza 6 auch folgen, wenn ihr die Vorgänger nicht gespielt habt. Die volle emotionale Bandbreite gibt's dann aber nicht zu spüren. Im Laufe seines Abenteuers trifft Kiryu auf einige bekannte Gesichter. Und während sich Serienveteranen über Cameo-Auftritte freuen, Zusammenhänge knüpfen und kleine Aha-Momente erleben, zucken Neueinsteiger nur gähnend mit den Schultern. Da hilft auch die Galerie wenig, die die Geschehnisse aller Vorgänger noch einmal aufrollt. Egal ob Neueinsteiger oder Yakuza-Experte, die Geschichte von The Song of Life kann sich sehen lassen. Serientypisch schafft sie den Spagat aus knallharter Action, Kuriosem und Emotionalem. Auch wenn es schon mal sehr melodramatisch wird. Das Klavier macht meine coolen Augen noch trauriger. Naja, ist ja auch irgendwie ganz stimmungsvoll. Wer die Story genießen will, sollte aber nicht lesefaul sein. Zur hervorragenden japanischen Sprachausgabe gesellen sich ausschließlich englische Untertitel. Und weil die ausufernden Kaffeekränzchen gut und gerne bis zu 20 Minuten dauern können, ist zumindest gutes Schulenglisch Pflicht. Im Vergleich zu Vorgängern wie Teil 5 steht einzig und allein Kazuma im Fokus der Handlung. Andere spielbare Figuren gibt es nicht. Es geht um einen gealterten, menschlicheren Kiryu, der sich ausschließlich dem Thema Familie verschrieben hat und mit genau der Yakuza-Vergangenheit kämpft, die er doch eigentlich hinter sich lassen möchte. Ein Kiryu, der... auch mit 48 Jahren immer noch verdammt viel Blödsinn im Kopf hat. Und weil es ganz schön schwierig ist, den Yakuza 6-Wahnsinn kurz auf den Punkt zu bringen, geben wir mal ab zu den Kollegen. Die drei absurdesten Yakuza-Momente mit Ronja Zieglo. Guten Abend und herzlich willkommen zu Die drei. Heute mit Yakuza 6 und Absurditäten vom Feinsten. Wer so stark ist wie Kazuma Kiryu, der sollte schon ganz genau aufpassen, wo er hingeht. Denn sonst kann es passieren, dass etwas kaputt geht. Kazuma ist ein bekanntes Gesicht in Kamurocho.
Doch wenn es um Kiryu-sans Motorik geht, wird in ganz Japan der Hund im Bock verrückt. Was ist mit dem, Alter? Der ist voll so den Körperklaus. Und wie? Kiryu rennt alles zu Kleinholz, was nicht nied- und nagelfest ist. Egal ob Fahrräder oder ganze Büros. Aber was ist denn mit den Bediensteten? Die interessiert das nicht, die Sushi-Rolle. Selbst wenn das Büro nur noch ein leerer Raum ist. Einfach nichts anmerken lassen. Ich sag mal, der findet seinen Weg, ne? Oh, das ist ja ein süßer Junge. Der sieht ja zum Anbeißen aus. Stellen Sie sich vor, der kleine Haruto liegt ruhig in seinem Bett und Kiryu betritt den Raum. Was da wohl passiert? Ist er besoffen oder was? Könnte man meinen. Auch wenn der kleine Haruto nur Zentimeter von Kiryus 360 Grad Roundhouse Stoffhasenpunch entfernt ist, wenn sich geprügelt werden muss, dann muss sich geprügelt werden. Erziehung im Yakuza-Style. Unser Platz 2. Natürlich gibt es auch in Yakuza 6 unzählige hervorragende Minispiele. Sogar Puyo Puyo, Virtua Fighter 5 und einen umfassenden Clan-Creator kann Kiryu ausprobieren. Jedenfalls, wenn er nicht durch die Wunder der Technik abgelenkt wird. Naka, das sind echt Frauen in einem Videospiel. Ja, findest du das gut jetzt oder was? Das kann ja jeder für sich entscheiden. Fest steht, einfühlsame Kommentare wie Rub, Rub, Rub oder War lassen in Sekundenschnelle jedes Camgirl-Herz schmelzen. Andere Länder, andere Sitten. Das auch wir akzeptieren. Abonnier meinen Channel, drück die Glocke, schreib einen Kommentar. Das ist ja widerlich. Also nee, ich bin raus. Dann übernehme ich einfach mal wieder. Trotz allem Humor muss gesagt sein, Yakuza 6 ist ein Spiel für Erwachsene. Nicht nur wegen seines Gewaltgrads, sondern auch, weil es ein umfassendes Bild der japanischen Alltags- und Untergrundkultur zeichnet. Und da kann man auch schon mal mit den Augen rollen, wenn Frauen in aller Regelmäßigkeit zu Sexwerkzeugen und naiven Püppchen degradiert werden. Am grundlegenden Spielablauf hat sich wenig geändert. Das bedeutet im Klartext, Story-Sequenzen lauschen, kloppen. Nebenmissionen machen, kloppen. Kleinere Areale erkunden, kloppen. Shoppen, kloppen. Quatsch machen, kloppen. Und das Ganze wieder von vorn. Und die bekannte Formel macht nach wie vor Spaß, auch wenn Yakuza 6 teilweise weniger bietet als seine Vorgänger. Die verschiedenen Kampfstile gehören nämlich genauso der Vergangenheit an wie eine üppige Auswahl verschiedener Schauplätze. Von denen gibt es mit dem bekannten Rotlichtbezirk Kamurocho und dem Hafenstädtchen Onomichi nämlich nur noch zwei. Aber beginnen wir bei den Kämpfen. Nach wie vor setzt Kazuma auf eine Reihe von Schlägen, Tritten und Griffen. Und natürlich Fahrrädern. Und Schildern. Oder ganzen Sesseln, scheißegal, Hauptsache es rumst. Und es rumst richtig. Zum Beispiel, weil Kiryu seine Gegner jetzt ohne Ladepause in Geschäfte prügeln kann. Klingt marginal, macht die Keilereien aber deutlich dynamischer. Zwar geht hier und da mal die Übersicht flöten und für die meist recht ungefährlichen Gegnerhorden reichen bis auf wenige Ausnahmen auch 0815 Standard-Kombos. Wer aber etwas tiefer gehen möchte, bekommt mit verschiedenen Skills ausreichend Spielraum, sich zu entfalten. Um die zu erlernen, heißt's Erfahrungspunkte sammeln. Und die gibt es für fast alles. Fürs Kloppen, fürs Darten, ja sogar fürs Singen. Das effektivste Mittel auf dem Weg zu ultimativer Stärke ist aber eins: Futtern. Ein intensives Yakuza-Workout stellen wir uns deswegen in etwa so vor. Herzlich willkommen zu Paniert, Frittiert, Trainiert. Begrüßen Sie Ihren Trainer, Viet. Ja, Leute, heute machen wir was ganz Einfaches, und zwar die Wings. Seid ihr bereit? Und grip, bip, arc, down, grip, bip, arc, down, grip. Achten Sie für maximale Knusprig- und Fettigkeit darauf, den Ofen bei Umluft auf 220 Grad vorzuheizen. Okay, Sie sehen fantastisch aus. Kommen wir doch zur Stufe 2, den Hot Dogs. Seid ihr bereit? 1, 2, 3, 4. Ihr glaubt uns nicht? Okay, hier ein Beispiel. Eine Runde Bankdrücken, 20 Kraftpunkte. Einmal die gesamte Burgerkarte, 45 Kraftpunkte. Kazuma, fress dich fit.
Yakuza 6 ist der erste Teil der Reihe, der ausschließlich für die aktuelle Konsolengeneration entwickelt wurde. Und das sieht man ihm deutlich an. Eine authentischere und detailverliebtere Darstellung japanischer Straßen findet man aktuell wohl kaum. Restlos begeistert sind wir aber trotzdem nicht. The Song of Life läuft auf der Standard-PS4 nicht in 1080p und hat schon dabei Probleme, die angepeilten 30 Bilder pro Sekunde zu halten. Das klappt auf der Pro zwar auch in Full HD, dafür flimmert euch das Spiel an vielen Stellen die Augen wund. Und während die Protagonisten zumindest in Story-Missionen mit detaillierten Gesichtern und cooler Inszenierung daherkommen, beschränkt sich das Spiel an Nebenschauplätzen meist auf das Nötigste. Ist Yakuza 6 The Song of Life ein würdiger Abschied für Kazuma Kiryu? Auf den ersten Blick könnte man skeptisch sein. Weniger Schauplätze, weniger Charaktere, weniger Substories und Kampfstile. Das klingt aber dramatischer, als es eigentlich ist. Das Spiel zeichnet eine detailverliebte und lebendige Welt, die Kiryus Geschichte zu einem würdevollen Ende bringt. Und auch wenn es vielleicht nicht der umfangreichste, ausgeklügelste oder tiefgehendste Teil der Saga ist, ist Yakuza 6 immer noch ein sehr gutes Yakuza. Nintendo weiß einfach, was sich verkauft. Zuerst Spielkarten, dann Videospiele und jetzt sogar Pappe. Da muss man aber auch erstmal drauf kommen, ja, dass wir Elektro-Junkies Bock drauf haben, irgendwelche Puppenhäuschen für unsere Controller zu bauen. Ja, aber auch ganze Roboter-Kampfanzüge oder ferngesteuerte Mini-Insekten. Es ist ein Spaß für Jung und Alt. Sagt zumindest Nintendo. Aber wer ein Millionenpublikum mit Pappe begeistern will, muss zuerst an uns vorbei. Jawohl, denn wir sind GameTube. Und Pappe ist uns wichtig. Was ist mit Hauen? Hauen auch, aber vornehmlich Pappe. Es ist der 17. Januar 2018. Nintendo veröffentlicht den ersten Labo-Trailer. Und alle nur so. Oh Mann. Pappe? Ernsthaft? Ja, auf neue Dinge reagiert das durchschnittliche Videospielergehirn gern mit einer Abwehrreaktion. Aber die Verwunderung wich schnell der Neugier, als sich abzeichnete, wie vielseitig und kreativ Labo zu sein scheint. Labo, das sind Pappbausätze, die sich ohne Schere oder Kleber zusammenbauen lassen und die zusammen mit der Switch-Konsole und ihren abnehmbaren Joy-Cons interessante Funktionen erhalten. Sie werden zum originellen Spielcontroller, zum Musikinstrument oder zum ferngesteuerten Pappkäfer. Geh mal weg mit deinem Lauf! Seit dem 27. April sind zwei Labo-Sets erhältlich. Das Robo-Set für knapp 80 Euro beinhaltet sowohl ein Roboterspiel als auch einen Bausatz für einen Steuerrucksack, der euch erlaubt, den Roboter auf dem Bildschirm mit euren Körperbewegungen zu lenken. Und das knapp 70 Euro teure Multiset beinhaltet fünf kleinere Bausätze wie etwa einen Angel-Controller, einen Motorrad-Controller oder ein Haus, in dem ein knuffiges Wesen wohnt. Die dazugehörigen Spiele liegen natürlich auch hierbei. Obwohl die Promo-Videos von Nintendo auch uns haben staunen lassen, was man mit der Switch und etwas Pappe alles anstellen kann, stellten wir uns dennoch die Frage, ob Labo wirklich Spaß machen kann. Und vor allem wem? Ist das nur für Kinder? Finden auch Jugendliche daran Gefallen? Oder bleiben am Ende nur Erwachsene daran hängen, die nicht erwachsen werden wollen? Um das herauszufinden, haben wir Vertreter aus all diesen Gruppen zum Labo-Test gebeten. Das sind der Mika, 6 Jahre alt, und der Finn, der ist schon 9. Finn und Mika bauen das RC-Auto und die Angel. Der Mann nebendran ist ihr Onkel Sebastian. Der hilft den beiden. Der zweite Tester heißt Mattes und ist schon 14 Jahre alt. Mattes baut das Motorrad. Auch ihm hilft sein Onkel, aber der heißt nicht Sebastian, sondern Tim. Und das ist der Chris. Chris ist 28 Jahre alt und schon erwachsen. Er baut den Roboter. Und weil der Roboter sehr groß ist, hilft ihm dabei sein Arbeitskollege Trant. Und da geht sie los, die große Bastelsause. Zuerst werden die Pappbögen ausgepackt und dann in die Anleitung geschaut. Als ersten Schritt müssen die Teams eine sinnlose Joy-Con-Halterung bauen. Dadurch sollen sie lernen, wie man die Bedienungsanleitung bedient. Man kann das hier so drehen, das ist natürlich ziemlich cool. Gut gemacht. Sie muss nicht perfekt senkrecht stehen, das ist wichtig. Sie steht aber perfekt senkrecht. Klasse, Chris. Der Mika und der Finn scheinen aber Profis zu sein. Die überspringen diesen Schritt einfach und bauen gleich ihre Autos zusammen. Genau, und jetzt musst du den Rest nach oben, ne? Genau. So. Nach wenigen Minuten sind sie fertig und haben den Spaß ihres Lebens. Komm! Raus! Das war nicht das Ziel! In der gleichen Zeit haben die beiden anderen Teams gerade einmal ihre sinnlose Joy-Con-Halterung gebaut. Naja, aber die macht ja auch eine Menge Spaß. So,
Nice. Ja. Doch nun kommen die großen Geräte dran. Der Mika und der Finn bauen die Angel. Chris und Trant den Roboter. Und Mattes und Tim das Motorrad. Es wird also richtig ernst. Dieses Ende muss auch geschlossen werden. Achte auf die Reihenfolge der Laschen. Alles klar. Achte auf die Reihenfolge der Laschen, Mattes. Achte auf die Reihenfolge der Laschen, ja. Alles klar. Oh Gott, da sehen wir die ganzen Schritte, die wir zu tun haben. Okay. Oh je, einen Papproboter zusammenbauen. Das ist wirklich ein schlimmer Job für zwei erwachsene Männer. Nehmt euch mal ein Beispiel an Team Angel. Die stellen sich ihre Aufgabe mit Enthusiasmus. Oh, cool. Sehr gut. Team Motorrad hat mittlerweile den ersten Motorradgriff zusammengebaut. Fehlen nur noch die Gummiringe. Zeit für einen coolen Witz. Na, falls sie mal verloren gehen, kann man sich auch einfach einen Bund Lauchzwiebeln holen. Da hat man wieder zwei. Ja. Alle Teams kommen gut voran und feiern kleine Erfolge. Trotzdem kommt bei einigen eine leichte Faltmüdigkeit auf. Wie alle. Zack. Vielleicht hätten wir den Teams eine Dose Anti-Age-Creme hinstellen sollen, gegen Falten. Haha, kleiner Witz meinerseits. Aber gut, sobald sich die Teile zusammenfügen, merken alle, dass sich das ganze Falten gelohnt hat. Denn dann ist Spielen angesagt. Drehe den rechten Griff zum Starten. Ja, mach ich doch her. Okay, hat geklappt. Ah ja. Geil. Ich will vielleicht nochmal ein bisschen tiefer machen. Ist auch fair. Was ist das hier? Ah, Bremse. Und das hier? Ah, Hupe. Jetzt! Wo sind denn die anderen? Wieso sind die so weit weg? Ich bin halt gut, ne? Und die nicht. Ah, so viel dazu. Und hochziehen. Und hochziehen. Ja. Was? Yes! 62. Der war gut, oder? Ja. Nur Team Roboter spielt nicht. Nachdem Chris und Trant den Rucksack gebaut, die Gewichte reingesteckt und die Schnüre verbunden haben, sind sie zwar stolz, aber auch ganz schön müde. Darum verschieben sie das Spielen auf einen anderen Tag. Sehr schön, jetzt müssen wir noch ausprobieren, wie sich das spielt. Ich glaube, das machen wir aber nicht jetzt. Aber jetzt möchten wir natürlich wissen, ob alle Spaß hatten. Hast du dir Spaß gemacht? Also, ich war total begeistert erst. Wie viel Spaß hat dir das Basteln gemacht? War das cool? Das Basteln, ja, das war schon cool, aber davor war es eigentlich, weil das Basteln lohnt sich ja dann am Ende auch, weil man dann super gut das Spiel spielen kann mit diesen Sachen, die man gebastelt hat. Mhm. Hat dir das auch Spaß gemacht? Ja. Also ich fand es cool, es hat Spaß gemacht, das Ganze zusammenzubauen. Es war relativ einfach zu verstehen. Die Anleitung ist super, die ist ja wirklich idiotensicher, da ist jeder Schritt Step by Step aufgelistet, man kann die Anleitung drehen, man kann genau gucken, was wo reingesteckt wird, das funktioniert schon alles super. Und was sagt ihr zu den Spielen? Also Steuerung finde ich super umgesetzt, also es hat super funktioniert und man hat sich richtig wie so auf dem Motorrad gefühlt. Was von den beiden hat euch mehr Spaß gemacht? Das mit diesem Autofahren und das mit dem Angeln? Angeln fand ich besser. Ja. Also ich glaube, es macht so eine Woche lang Spaß und dann ist es ja irgendwie immer das Gleiche. Du kannst da fahren und wenn du den Dreh raus hast, dann gewinnst du immer. Also im Endeffekt gab es einen Hauptmodus, das war zerstöre die Stadt und sammle dabei so viele Punkte wie möglich. Dann bin ich da mit dem Roboter rumgestapft und habe eigentlich nichts anderes gemacht als Häuser kaputt hauen. Ist relativ schnell auserzählt. Da gibt es dann so ein paar Kombo-Möglichkeiten, dass man ein paar mehr Punkte sammeln kann. Und es gab dann noch kein Skill-Tree, aber so einen Modus, in dem man sich ein paar neue Skills erarbeiten konnte. Da hatte man so kleinere Aufgaben, wie zum Beispiel irgendwie, jetzt hebt mal deinen Fuß hoch und stampf 5 Autos kaputt, dann kriegst du einen stärkeren Stampf oder sowas. Man kann den Roboter also noch mit ein bisschen mehr Spielzeit so ein bisschen aufleveln. Ja, aber wirklich herausfordernd und tief ist das alles nicht. Okay. Liegt euch sonst noch was auf dem Herzen? Es hat mir so ein bisschen die Erklärung gefehlt, wie das Ganze funktioniert. Ich weiß nicht, wie das jetzt funktioniert, wenn ich da drehe, wie das die Nintendo Switch erkennt, dass ich jetzt Gas gebe. Oh, da haben wir versäumt, dem Mattes den Entdecken-Modus zu zeigen. Hier wird nämlich ganz genau erklärt, wie alles funktioniert. Schön. Danke fürs Mitmachen, liebe Tester. Da haben wir's. Labo ist bei allen Testern überwiegend gut angekommen. Sowohl das Basteln als auch das Spielen hat allen Spaß gemacht. Ob Labo aber auch längerfristig Spaß macht, ist schwer zu sagen. Die beigelegten Spiele sind doch ziemlich simpel und können relativ schnell ihren Reiz verlieren.
Das gilt für das Robo-Set noch mehr als für das Multiset. Denn während das Multiset ja immerhin 5 Anwendungen beinhaltet, gibt's beim Robo-Set nur das Robo-Spiel, das zwar ganz nett ist, aber mehr auch nicht. Abgemildert wird dieses Manko einerseits durchs Basteln und Entdecken. Es ist einfach faszinierend, aus Pappbögen, Ösen und ein paar Schnüren etwas zu bauen, das am Ende so gut funktioniert. Ey, es funktioniert. Und andererseits gibt's da noch den Werkstattmodus, der in jedes Labo-Spiel integriert ist. Die Werkstatt ist eine ganz simple Programmieroberfläche, mit der sich Eingaben mit Ausgaben verbinden lassen. Zum Beispiel wird auf Joy-Con 1 eine Taste gedrückt, dann soll Joy-Con 2 vibrieren. Oder erkennt der rechte Joy-Con einen Infrarotmarker, dann soll der Bildschirm leuchten. Durch die Kombination dieser Befehle und gegebenenfalls etwas Pappe entstehen so ganz neue Gadgets, wie die noch junge Labo-Community zeigt. Etwa ein Ballspiel, das an alte Game & Watch-Spiele erinnert. Oder ein Bonbonspender, der sein Bonbon erst rausrückt, wenn die Tasten im richtigen Moment getroffen wurden. Oder ein Plastikgewehr mit Fadenkreuz, mit dem ihr ein Pappmännchen umnieten könnt. Wer also Spaß am Tüfteln hat, kann mit Labo seiner Kreativität freien Lauf lassen. Auf jeden Fall müssen wir Nintendo ein großes Lob aussprechen. Labo ist anfassbar, lehrreich und inspirierend und es schafft eine engere Verbindung zwischen der virtuellen und der realen Welt. Zwar wird vielleicht nicht jeder abgeholt, dennoch sind wir uns sicher, dass sich um Labo eine große Community scharen wird. Wir freuen uns schon auf künftige Kreationen. Ein Mann. Eine Mission. Eine News. Eine News? Wieso denn nur eine? Es sind noch mehrere. Ja, aber es hat halt gerade gepasst, Lara. Das ist. Die News. Ich würde sogar sagen, die News. Und wir starten mit Doom. Erinnert ihr euch an den Film aus dem Jahre 2005? Na, der war ja gar nicht mal so gut. Dennoch soll das Universum ein weiteres Mal ins Kino kommen. Das verkündete Sängerin und Schauspielerin Nina Bergmann via Twitter, wo sie voller Freude über den Vertragsabschluss mit dem Filmstudio berichtete. Das heiße Gerücht wurde daraufhin auf Nachfrage des Branchenblatts Variety von Produktionsfirma Universal bestätigt. Ärger für den unbedachten Leak bekam die Sängerin nicht, allerdings wirkte sie etwas peinlich berührt. Dass US-Universitäten Stipendien an besonders vielversprechende Sportler vergeben, ist nichts Neues. Jetzt werden aber auch E-Sportler mit Kohle geködert. Die Ashland University in Ohio startet nun ein Programm für besonders gute Fortnite-Spieler. Mit 4.000 US-Dollar können ziel- und spielsichere Studenten rechnen, wenn sie ihre Lehranstalt in Wettkämpfen vertreten. Zudem werden Overwatch, Rocket League und League of Legends Talente gefördert. Die Höhe des Stipendiums richtet sich dabei nach dem individuellen Skill. Und nicht nur an Universitäten wird das Thema E-Sports immer wichtiger, auch traditionelle Sportvereine setzen immer stärker auf den digitalen Wettbewerb. Die Basketballabteilung des FC Bayern München schickt mit dem Bayern Ballers Gaming demnächst ein hauseigenes Team in der Disziplin NBA 2K18 ins Rennen. Aktuell läuft die Suche nach passenden E-Sportlern. Und auch Paris Saint-Germain erweitert sich. Nachdem die Franzosen bereits in Rocket League und FIFA vertreten sind, wollen sie demnächst auch bei Dota 2 mitmischen. Oh Mist, ich sehe gerade, ich habe kaum noch Zeit. Da hau ich noch ein paar News im Schnelldurchlauf raus. Der Harry lässt das Potter nicht. Das Mobile-Abenteuer Hogwarts Mystery ist seit kurzem kostenlos für iOS- und Android-Geräte erhältlich. Killer-Comeback in Sicht? Nach Australien hat nun auch Südkorea ein Spiel namens Hitman Silent Assassin eine Altersprüfung unterzogen. Entwickler IO Interactive liest die Nachricht unkommentiert. Besser ballern auf PS4. H1Z1 Battle Royale kommt optisch und inhaltlich gepimpt für die Sony-Konsole. Die offene Beta startet am 22. Mai. Neues Geld mit alten Games. Nintendo hat bekannt gegeben, bis Ende März sage und schreibe 5,28 Millionen Exemplare des SNES Classic Mini verkauft zu haben. Läuft bei Nintendo, würde ich sagen. Ich laufe jetzt auch, und zwar nach Hause und gebe dann mal zurück zu Lara und Nils. So, Lara, ich habe jetzt die Requisiten hier geholt. Das sind die Schwerter und das ist hier Ditto, das Pokémon. Was soll das? Ja, Swords of Ditto. Swords of Ditto ist ein Indie-Action-Rollenspiel und hat absolut nichts mit Pokémon zu tun. Such dir eins aus. Nein! Ah! Roguelite. Ein Trendgenre für den gestählten Gamer von heute. Roguelite steht für die ultimative Herausforderung, für ein Wechselspiel aus Frust und Freude, für knüppelharte Konsequenzen, für quietschbunte Cartoon-Abenteuer mit Spielzeugwaffen? Ja, The Swords of Ditto wählt einen Look und ein Setting, was eher Rogue-unlike ist.
Eure namenlose Spielfigur wird auf der idyllischen Insel Ditto an Land gespült und von einem sprechenden Mistkäfer als Held auserkoren. Hinterfragt wird hier nichts, also folgt ihr dem Kackekäfer, zieht das legendäre Schwert aus dem Stein und werdet Retter der Insel. Die wird nämlich alle 100 Jahre von der garstigen Hexe Mormo heimgesucht und terrorisiert. Heldenhaft stellt ihr euch der Gefahr und sterbt. Halb so wild, denn nach jedem Tod dürft ihr euch der Hexe erneut stellen, nur dass jedes Mal ganze 100 Jahre vergehen, ihr einen neuen zufallsgenerierten Helden bekommt und bis auf euer Level und ein bisschen Kleingeld sämtlicher Besitz flöten geht. Als ob das nicht schon genug ist, drückt euch die zaubernde Schreckschraube auch noch ein Zeitlimit auf. Die wenige Zeit solltet ihr daher damit verbringen, euren neugeborenen Helden ordentlich aufzupumpen. Ihr vermöbelt Heerscharen an knuffigen Monstern, um Erfahrung und Loot zu sammeln. Von der erbeuteten Kohle kauft ihr euch dann neue Spielsachen, die nicht nur im Kampf nützlich sind, sondern auch zum Lösen von Rätseln. Wenn ihr aber wirklich stärker werden wollt, gibt es nur eine Möglichkeit. Sticker. Hä? Wie das, fragt ihr? Ganz einfach. Ihr wollt doppelt so lange rollen? Klebt euch einfach einen Fidget-Spinner-Sticker auf den Arm. Oder mehr Verteidigung? Da braucht's keinen Helm, sondern ein Rüstungsteil als Sticker, den ihr euch auf die Stirn pappt. Die Klebedinger sind einfach der heißeste Scheiß auf Ditto. Sie erhöhen nicht nur eure Werte, sondern verleihen euch auch allerhand nützliche Fähigkeiten. Gib mir die! Nein, meine! Mann! Aua! Hat ja gar nicht weh getan. Falls ihr euch gefragt habt, warum hier die ganze Zeit zwei Kids mit Schwertern herumlaufen, es gibt einen lokalen Koop-Modus. Den gab es in dieser Form in einem Roguelite noch nie und macht einen großen Teil des Reizes aus. Im Doppelpack kloppt und rätselt es sich einfach besser. Zumal einige der Knobelaufgaben deutlich auf zwei Spieler ausgelegt sind. Außerdem würdet ihr dann herzerwärmende Szenen wie diese hier verpassen. Oh, wie putzig! Geht euer Gefährte mal in die Knie, verteilt ihr einfach eine beherzte Umarmung und schon steht er wieder auf. Was machen Sie da? Nix, ich bin schon weg. Genauso wie eure Spielfigur ist auch die Welt zufallsgeneriert. Weniger zufällig ist aber ihr Zustand. Habt ihr die Hexe vor 100 Jahren erfolgreich vertrieben, herrscht strahlender Sonnenschein. Es kriechen deutlich weniger Monster über die Karte oder es wurden Statuen zu euren Ehren errichtet. Hat die fiese Dame euch aber besiegt, sieht es weniger rosig aus und plötzlich wimmelt es nur so von Ungetier. Egal wie die Welt aber aussieht, Dungeons gibt es jede Menge. Hier erkämpft ihr euch zum einen neue Werkzeuge, um in der Welt voranzukommen. Zum anderen könnt ihr dort Mormos Machtkristalle zerkloppen und so die Zauberoma schwächen. Vorausgesetzt, ihr bezwingt den Boss, der das gute Stück bewacht. In den Dungeons vereinen sich Stärken, aber auch einige der größten Schwächen des Indie-Spiels. Hier gibt es einerseits knifflige Rätsel, die gute Abwechslung zum sonstigen Monstergeknüppel bieten. Allerdings haben wir auch schnell alle Rätselarten gesehen. Ähnliche Abnutzungserscheinungen haben die Endgegner. Die Bosskämpfe sind erfrischend, da sie taktisches Vorgehen erfordern, was ansonsten weniger nötig ist. Das nutzt sich aber auch schnell ab, da es nur wenige Bosse gibt, die sich ständig wiederholen. Von einem Spiel, welches Wiederholungen zum Konzept macht, hätten wir etwas mehr Abwechslung erwartet. Die Welt außerhalb der Dungeons bietet da schon mehr. An vielen Ecken gibt es Dinge zu entdecken, wie geheime, mit Loot gefüllte Höhlen, Nebenaufgaben oder die bezaubernden Bewohner von Ditto. Dieser feiste Oktopusgott etwa, der in einer Höhle lebt und eure Sticker kombiniert. Oder diese bauchige bayerische Katze, die ihre Spielsachen nur ungern mit euch teilt. Okay. Dass Swords of Ditto voller charmanter Ideen steckt, zeigt auch die Schnellreisefunktion. Hierfür holt ihr einfach euer Kazoo aus der Tasche und ruft den fliegenden Kazoo-Bus. Hey, ich weiß, was wir auch spielen können. Kazoo! So, Bus ist da. Reinkommen alle jetzt.
Der Mix aus Rollenspiel und Roguelite funktioniert und zieht euch mit seinem Charme schnell in seinen Bann. Je öfter ihr aber neu startet, umso mehr wackelt das gute Grundgerüst. Die Durchgänge fühlen sich ähnlich an, da auch die Gegner bei Neustart mit euch leveln und so ein sich stetig wiederholender Grind anfällt. Abwechslung bekommt ihr erst mit verschiedenen Spielzeugen und Stickern, die ihr aber auch jedes Mal neu sammeln müsst. Aber das ist auch in Ordnung, denn so sind nun mal Roguelites. Und mit einem Koop-Kumpel im Schlepptau ist jeder Ärger nur noch halb so groß. Die Sendung ist vorbei. Wie schnell das geht, wenn man Spaß hat, oder? Möchtest du zum Abschied noch jemanden grüßen vielleicht? Grüßen gerne. Ich grüße als erstes meine Mama. Guckt und die Sendung? Ja. Hat sie abonniert? Ja. Was hat sie an? Was? Ob sie die Glocke anhat? Wiederschauen. Reingehauen. Weil wir euch nämlich besonders mögen, haben wir heute besonders viel Scheiße. Nice. Denn wer so stark ist wie Kazuma Kiryu, fick dich doch. Wisst ihr, was auch gut ballert? Meine neue CD hier, Abenteuer Gallenstein, mit Songs wie zum Beispiel Hypno und die Todesbrille. Der Flötenspieler von Popo Inc. Im Süden liegt der Hund begraben. Oh! Nee. Oh! Ich guck erst mal ein bisschen. Der Silbermann vom Silberschwein stand. Trixi, deine Hupen. Ohne Gummi, ohne mich.